Festbewertung Grundlage 240 Absatz 3 HGB. Sie finden die Bedingungen hier in Ihren Unterlagen. Sie können natürlich auch ins Gesetz reinschauen. Wenn der Gegenstand regelmäßig ersetzt wird, der Wert von nachrangiger Bedeutung ist und der Gesamtbestand sich nur geringfügig verändert, dann können wir einen Festwert ansetzen und müssen dafür im Einzelfall gucken, wie viel ist das Teil jetzt wert. Das Standardbeispiel an dieser Stelle ist irgendwie so ein Öltank. Ja? Ein Öltank, der im Unternehmen doch nur rumsteht und eigentlich nicht mehr so richtig benutzt wird, weil man längst auf andere Energieformen umgestellt hat, aber der Öltank ist halt noch da. Da wird auch mal ein bisschen was reingefüllt und ein bisschen was entnommen. Aber da tut sich nicht mehr so viel. Das ist das mit der nachrangigen Bedeutung. Ja? Die Zeit, dass man da also mit Öl alles Mögliche gemacht und bewegt hat, ist vorbei. Ja, da sind noch so ein paar, was weiß ich denn, Maschinen oder Fahrzeuge, die das Teil noch brauchen. Aber nicht mehr viel. So. Und da nehme ich einen Festwert an, ohne jedes Mal wieder, wenn ich Jahresabschluss habe, zu diesem Öltank da rauspilgern zu müssen. Ja, Feuerzeug mal anmachen, reingucken, wie viel ist denn da noch drin? Ja, und dann das dann bewerten, das kann ich mir sparen, wenn diese Bedingungen hier erfüllt sind. Ja, dann kann ich den Öltank mit einem festen Wert ansetzen und muss nicht jede Schwankung bei jedem Jahresabschluss bilanziell berücksichtigen. Eine Vereinfachung.